Also das ist der Ferrari unter den Wassergeräten. Was geht ab, liebe Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und wir sind nach wie vor in Kroatien, genauer gesagt in Rovinj. Und heute ist ein Tag, auf den ich mich so unfassbar freue. Und ich freue mich so sehr, auch das mit euch teilen zu können. Denn es ist ein bisschen anders wie sonst. Wir werden nicht schnell auf der Straße fahren, sondern heute mal richtig schnell auf dem Wasser unterwegs sein, Leute. Ihr habt vielleicht ein bisschen mitgekommen, im letzten Jahr habe ich so ein Fable dafür gewonnen. Im Urlaub war ich immer unterwegs, bin Jetski gefahren. Das Wort darf man hier aber heute nicht benutzen, denn das ist hier die absolut neue Stufe davon. Das ist hier nämlich der Bellassi Burrasca. Und die nennen das nicht so, sondern die nennen das Ganze Marine Hypercraft. Und warum das so ist, das zeige ich euch jetzt mal ein bisschen. Dann gehen wir mal einfach mal rum und schauen uns das Ganze an. Wirklich, wenn man davor steht von diesem Gerät, hat man schon das Gefühl, man ist jetzt hier im Motorsport fürs Wasser angekommen. Das kostet, so wie es hier steht, 50.000 Euro. Also das ist der Ferrari unter den Wassergeräten. Und das hat natürlich auch viele Gründe. Zum einen ein Bombendesign, ne? Also das Ganze schaut ja schon mal Wahnsinn aus. Aber was es so besonders macht, glaube ich, sind die kleinen Elemente und Details, die wir hier sehen. Und das fängt hier an mit jeder Menge Carbon, Leute. Ihr wisst es, wir kennen es aus dem Auto, aus dem Motorsport. Carbon gehört dazu. Das haben wir hier in ganz, ganz vielen Elementen. Auf dem Topdeck. Dann, wenn man, das ist so geil, wirklich, ich bin gerade richtig glücklich, Leute. Ich hoffe, ihr verzeiht mir, dass ich ein bisschen derbe am Strahlen bin. Am Topdeck, am Lenker. Na, das komplette Element hier ist alles aus Carbon, es ist am Glänzen, es ist schnittig. Na, hier, wir sehen uns ein paar so Seitenelemente. Oh mein Gott. Na, die Farbkombination auch noch als eine, die mir natürlich komplett taugt. Rot, Carbon, Weiß, Schwarz. Das schaut megamäßig aus. Aber wenn ich euch jetzt was zeige, wie das Ganze von hinten aussieht, dann werdet ihr jetzt durchdrehen. Dann werdet ihr jetzt durchdrehen. Also ich bin es zumindest gerade. Wenn wir hier nach hinten gehen, Leute. Dann, ich gehe mal ein bisschen runter. Habt ihr sowas schon mal gesehen? Wie unfassbar schaut das hier von hinten aus, Leute. Wir haben eine echte Vierrohrabgasanlage. Ja, abartig, schaut aus wie beim Auto einfach. Schaut aus, als wäre hier so ein, keine Ahnung, Golf R am Start oder wie auch immer was. Ich habe auch gedacht, so beim Auspuff her. Crazy, oder? Einfach crazy. Also echt brutal, auch hier überall Carbon, hier hinten Bellassi-Logo in den Carbon-Elementen, der Sitz und alles. Ne? Man sieht es einfach, die ganzen Linien, das erinnert nicht so an klobiges, ah, wir fahren mal ein bisschen im Urlaub rum, sondern das erinnert hier an Vollgas-Action. Und das ist auch so, denn unter der Haube, ich weiß nicht, wie man das nennt, unterm Sitz, haben wir einen Dreizylindermotor, 1,6 Liter mit 320 PS. Also das ist unglaublich, wie es hier steht. Wir werden jetzt gleich fahren, wir werden gleich richtig durchdrehen, aber ich glaube, wir holen uns noch mal ganz kurz Verstärkung mit rein, denn man kann auch noch unten reinschauen und ein bisschen was über die Technik erfahren. Deswegen hole ich jetzt mal den Waldemar dazu. Was ist mit dem Porn? Machen wir heute keinen Porn, oder? Willst du denn jetzt reinfetzen? Ja, dann. Ich habe noch nie eine Hypercraft-Porn gemacht, aber... Ja, dann hoffe ich, dass es jetzt richtig scheppert, weil auf dem Wasser wird es brutal. Ne? Deswegen, Leute, Attacke, let's go! So, Freunde, das hier ist der Waldemar von Bellassi. Servus, hi. Servus, hallo, Daniel, freut mich. Ja, wir freuen uns auch. Erzähl doch mal den Leuten ein bisschen, was es mit diesem Gerät auf sich hat oder was es auch so besonders macht. Besonders ist richtig. Es ist weltweit das Einzige, das per Hand in Österreich gefertigt wird. Wir bauen alles unter einem Dach bei uns in Niederösterreich. Es ist der Motor unserer eigenen Entwicklung, es ist das Boot unserer eigenen Entwicklung und alles wird per Hand in Österreich gemacht. Wir brauchen ca. 100 Stunden für ein Boot.
Wir haben im Prinzip weltweit, sind wir die Einzigen, die zwei Displays verwenden. Wir haben ein großes Display für die Geschwindigkeit. Wir haben ein zweites Display auf der Full Handle. Also stimmt, hat man direkt oben drauf, ne? Für GeForce Meter, Kompass, weil wirklich, wenn du mit 3G um die Kurven fährst, das willst du sehen. 3G? Bis zu 3G kann ich um die Kurve fahren, wenn ich es von der Kraft her schaffe. Ja. Schaffe ich das? Wir werden sehen. Wir werden das sehen. Man fährt im Prinzip wie auf einem Motorrad. Das ist ja, wir haben einen extrem knappen Knieabstand und man kann auch sehr viel über die Knie machen. Das ist von der Ergonomie ganz außergewöhnlich. Das ist wirklich eben wie wenn man Ducati fährt. Okay. Ja. Wir verwenden ausschließlich die besten Materialien. Es ist kein Plastik drauf, es ist kein Spritzguss drauf, es ist alles handlaminiert. Es ist die Hall handlaminiert, es ist das Deck handlaminiert, die große Motorhaube, die wir dann gleich aufmachen werden. Ja, unbedingt. Die gesamten Carbonteile, die drauf sind, ist alles per Hand gemacht. Also es schaut, ich meine, muss man einfach so sagen, es schaut extrem hochwertig aus. Man sieht es, dass hier wirklich Qualität vorhanden ist. Ich glaube, da hat man ja über die Jahre auch ein bisschen Auge dafür bekommen. Und das ist schon, also das ist das Beste, was ich in der Form je gesehen habe. Das muss man einfach mal so sagen. Es ist auch alles handlackiert. Es wird auch nicht nur per Hand zusammengebaut, es ist auch per Hand lackiert. Das heißt auch, wir könnten theoretisch jeden Farbwunsch, jede Customization von der Farbe her können wir machen, weil wir es sowieso per Hand lackieren. Okay. Auch Goldauflagen wären möglich, ja, oder das Gesicht von der Schwiegermutter, je nachdem, was immer. Gab es das schon mal sowas? Schwiegermutter noch nicht, aber andere Sachen hatten wir schon. Okay. Brutal, brutal. Lass uns doch mal unten reinschauen. Ich glaube, das muss man echt mal gesehen haben. Das ist ja echt außergewöhnlich. So, Sitz wird einmal abgemacht. Kannst du? Hier einmal. Die beiden Klappen. Ja, so. Das ist ja abartig. Auch innen verwendet man extrem viel Carbon. Nicht zu übersehen. X-Frame in Vollcarbon, Auspuffwaffler in Vollcarbon, Luftansaugen in Vollcarbon. Die dann alles endet hier in der Vollcarbon-Rückwärtsklappe, Carbon-Applikationen bei den vier Auspuffrohren. Erklär kurz, Rückwärtsklappe heißt? Rückwärtsklappe heißt, das Boot ist ein Jetboot. Es fährt durch den Jetantrieb hinten und die Rückwärtsklappe funktioniert wie die Schubumkehr beim Flugzeug. Der Jetstrahl wird nach vorne gelenkt und dadurch erreiche ich eine konstante Rückwärtsfahrt. Okay. Und wie schwer ist es jetzt so, also du hast ja gesagt, ihr baut das selber, wie schwer ist es so einen Motor hier auch, ich meine, du hast ja nicht viel Platz, ne? Du musst ja wirklich schauen, dass alles perfekt drin sitzt. Ist es schwer, das überhaupt da reinzubekommen? Das ist wie bei jedem Automotive-Produkt. Der Bauraum ist natürlich eine gewisse Thematik. Ja. Dadurch, dass wir aber von Anfang an darauf geschaut haben, dass es auch für den Händler, für das Servicearbeiten auch wirklich ideal ist, haben wir uns doch auch den Platz genommen. Und wir sind die einzigen weltweit, die auch wirklich so viel Platz, nicht nur für die optische Präsentation, sondern auch letztendlich dann für das Servicearbeiten auch zur Verfügung zu stellen. Okay. Was ist die Höchstgeschwindigkeit, die man fahren kann? Es hängt natürlich ein bisschen auch vom Fahrer ab. Ja, es hängt ein bisschen vom Meer ab und solche Sachen. Aber über 120 geht's schon. Wir sind in unter 4 Sekunden von 0 auf 100 bei 320 PS. Unter 4 Sekunden? Ja. Ich kann ja fast bei uns am Drag Race mal mitfahren. Ja, können wir mal ein Drag Race machen, so eine Badewanne einfach nebendran. Es hasst sich wirklich gut festhalten. Ja, das glaube ich. Du, auf jeden Fall schon mal vielen, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Ich würde sagen, jetzt reden wir gar nicht so viel mehr, sondern jetzt erleben wir mal das Ganze. Gehen aufs Wasser. Gibt es irgendwas für mich, was ich beachten muss? Oder sagst du, okay, mach einfach mal. Und mach einfach mal. Attacke. Adrenalin-Vollgas. Ja, das wird kommen, Leute. Wir starten jetzt. Ich mache mich bereit. Und dann volle Attacke. Ich bin so hyped. Ich glaube, man merkt es. Deswegen bis gleich. So, Freunde, es geht los. Leute, im Prinzip relativ einfach. Ne? Hier rechts geben wir Gas, hier bremsen wir das Ganze. Rückwärts fahren kann man natürlich auch. So, ne, wenn ich jetzt länger halte, seht ihr, wird er jetzt gleich mal nach hinten fahren. So, jetzt geht es nach hinten. Dann haben wir hier auch noch, und das ist wirklich, würde ich fast sagen, einzigartig, eine Hold-Funktion. Das heißt, wenn ich hier diesen Knopf, hier gibt es einen Set-Knopf, länger drücke, dann versucht das Hypercraft auf der Stelle zu stehen. Man natürlich bewegt sich alles immer, man ist auf Wasser, aber man fährt eben nicht so ultra schnell nach vorne und kann ja sich so auf der Stelle quasi bewegen. Jetzt wenn ich hier noch einen Lenker reinhaue, seht ihr das, dann mache ich einfach hier so einen kleinen Mini 180 im Stehen. Also das ist schon mal cool. Ich habe zwei Anzeigen, ich sehe Geschwindigkeit, ich sehe die Drehzahl und ich würde sagen, wir geben jetzt Gas.
Wie war's? Erzähl. Nee, es macht so viel Laune. Ne? Ohne Witz. Ich habe ein Dauergrinsen im Gesicht. Erstmal ist es verdammt schnell. Also, wenn du Gas gibst, du merkst, es dauert so eine halbe Sekunde, dann macht es fuck, dann hat er so Schub und schießt durch. Ich glaube, das schnellste war 112, was ich jetzt drauf hatte. Liegt ein bisschen daran, dass es natürlich heute relativ wellig ist. Ne? Und wenn du dann immer wieder ein bisschen in die Luft kommst, ne? Du hast natürlich nur Vortrieb, wenn du im Wasser bist. Heißt immer, wenn es abhebt, in die Luft geht, reißt es ein bisschen ab. Aber es ist Power ohne Ende da. Und dann auch in den Kurven, ne? Agil, du kannst richtig reinlenken. Ich habe noch nie das Gefühl gehabt, dass man irgendwie auch eine Ansatzweise in der Situation ist, dass man mal kippt. Das hatte ich in der Vergangenheit öfter mal eigentlich hier. Sehr, sehr stabil und ey, es macht so Bock. Es fühlt sich einfach an wie Motorsport auf dem Wasser. So ist es ja auch in gewisser Weise. Unfassbar genial. Ne? Also ganz, ganz großes Kino. Macht sehr viel Spaß. Können wir so stundenlang eigentlich so weiterfahren? Mach halt. Wohl nicht morgen früh dann ab. Kannst du den ganzen Tag jetzt fahren? Und dann ja, ich habe versucht auch ein bisschen zu springen. Also vielleicht auch mal für Leute, die vielleicht noch gar nicht mit sowas auf dem Wasser gefahren sind. Das hat ja so ein bisschen eine Besonderheit. Das Ding lenkt ja wirklich nur, wenn du auch Vortrieb hast. Ne? Also du lenkst ja über den Vortrieb. Heißt, wenn du jetzt zum Beispiel schnell vom Gas gehst und lenkst ein, passiert ja gar nichts. Also man muss das schon im Kopf ein bisschen für sich verinnerlichen, wie man das Ganze steuert, wie man damit umgeht, wie man auf sich reinlegt. Hier hat man halt jetzt das Geile. Ne? Du hast hier unfassbar guten Halt. Du kannst richtig eng sitzen, wodurch man so ein bisschen mit sich mit reinlehnen kann. Das muss ich auch noch besser lernen, ehrlicherweise, da ich ja selber kein riesen Motorradfahrer bin. Fehlt mir auch das Gefühl dafür. Ich mache sehr viel über die Oberarme und so, und dann Unterarme, die dann immer gleich hart bei mir sind, dann denkst du, oh, weil das Ding so durchs Meer reißt. Aber es ist brutal. Also es ist echt eine Waffe. Es macht unheimlich viel Spaß. Ich kann es jedem empfehlen, falls irgendwie die Chance besteht, sowas mal zu fahren. Es ist genial. Und war ein wunderschöner Tag hier auf jeden Fall. Deswegen auf jeden Fall vielen, vielen Dank an Belassi, Leute. Wir verlinken euch auch mal unter dem Video alle Channels, die Website, falls ihr da mal vorbeischauen wollt. Ich glaube, es ist immer cool, solche Unternehmen zu sehen, die sowas mit Herzblut machen und die vor allem auch einfach High-End-Stuff machen. Und auch noch Österreich. Also viel besser kann es ja gar nicht laufen. Von dem her würde ich sagen, ich drehe jetzt noch ein bisschen die Runde. Wünsche mir noch ein bisschen. Wünsche euch noch einen geilen Tag. Danke fürs Zuschauen und ciao. Wie sagt man denn auf Österreich? Tschüss. Pfiatti. Servus, Pfiatti. Ja? Ciao.